war das denn nochmal? Hä? Das war doch hier auf der rechten Seite eigentlich, ne? Hä? Bin ich bescheuert? Nein! Mal was höher. Ah, hier ist die. So. Die waren alle eingeschlossen, willst du dich verarschen? So, willkommen in der Polizeibank, Kinder. Ihr seid doch die neuen Studenten. Wir waren gerade eingeschlossen, danke, dass ihr uns befreit habt. Oh, seid ihr sicher? Ah, tja, ihr seid ja da scheinbar. Das bedeutet, dass ihr etwas lernen wollt. Praktisch gesehen bedeutet, dass ihr Student seid. Ich bin der Dekan der Bibliothek von Genua. Die Forscher widmen unser Leben extrem wichtigen Angelegenheiten. Warum es juckt, wenn man von einer Mücke gestochen wird, zum Beispiel. Ja, wie beschäftigen uns nicht mit der Suche nach einem Heilmittel oder ähnlichem Unsinn. Zu wissen, warum es juckt, ist eindeutig viel interessanter. Übrigens verspreche ich euch auch über meine eigene Forschung. Ich bin ein Experte beim Untersuchen der Antiquation der Magie. Vor allem der Legenden der späteren Antike, die sich mit einem merkwürdigen Kräften befassen. Doch bevor ich euch mehr darüber erzählen kann, müsst ihr euer Studium beenden. Es ist nur so, dass also, Professor, wir haben es ziemlich eilig und... Ruhe! Ihr seid Studenten und in der Bibliothek werdet ihr euch der Autorität eures Professors unterwerfen. Es sei denn, ihr wollt nichts lernen. In diesem Fall verschwendet! Bitte vergebt uns, Student. Wieso, Herr Dekan, es wäre uns ein Vergnügen, eurem Unterricht beizuwohnen. Vor allem bei den Lektionen über die Maglyten. Stimmt's, wieso? Nein. Nun ja, da ihr seid fest entschlossen seid, fangen wir an. Ihr braucht Leistungspunkte für sechs Kernfächer. Fächer, die sich mit verschiedenen Themen befassen. Unterhaltet euch dafür einfach in der Bibliothek mit meinen Forscherkollegen. Jeder von ihnen wird euch eine Aufgabe stellen, die euch Leistungspunkte für ein bestimmtes Fach einbringt. Ihr könnt euren eigenen Lehrplan wählen. Ihr seid nicht verpflichtet, alles zu erledigen. Aber vielleicht habe ich eine kleine Belohnung für euch. Wenn ihr alle 8 abschließt, habt ihr alles verstanden. Ihr braucht Leiter und eure Pferde. Achso. Ja, das kennen wir. Dann viel Spaß beim Lernen. Kommt wieder, wenn ihr fertig seid. Und auf keinen Fall vorher, ich hasse Unterbrechungen. Oh, 6. Ich hatte 8. Hey. Ihr seid fertig! Kommt wieder, wenn ihr mit ein. Was ist das hier? Was? Diese Truhe öffnet sich, wenn man die 60 Knöpfe in der richtigen Reihenfolge drückt. Der Goldknopf muss alles als letztes gedrückt werden. Muss als erstes gedrückt werden, um den Mechanismus zu entriegeln. So.
Mann, ich will das. So. Also, das geht ja so. Ne, es geht gar nicht. Oder so. Das geht auch nicht, hä? Was würde der eigentlich zeigen, also drauf? Das geht gar nicht. Boah, jetzt teste ich mal jeden Knopf aus, ey. Hey, lol, was welchen Knopf muss man da eingeben? Einen Tipp würde ich gerne haben. Es ist auch nicht. Glück haben wir echt nicht, ne? Ich glaube, die 40, ne? Hatte ich den noch nicht. Genau so habe ich auch einen Facepalm. Das hier? Gibt's noch nicht. Ich check das gar nicht. Junge, 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 Junge. Darf ja nicht wahr sein. So, in 60 Jahren kommen wir wieder, ne? Ist es dein Ernst? Hä? LOL! Nachher kommt so raus,
Plot-Twist. Kein Knopf funktioniert. Was mit dem? Komm. Ah, okay. Ich weiß, es wäre einfach so ein Joke. Aber wir haben jetzt schon fast alle, ne? Ich hab zwei noch. Noch zwei, glaube ich, ne? Was? War ja nicht so schwierig, genau. Hätten wir auch machen müssen. Ach du Scheiße, die beide, welche Prüfungen? Freunde, es ist mir eine große Freunde, eigentlich klassische. Ich denke euch, was ist das denn jetzt hier? Klassische Müllerei. Vervollständige das Gemälde, indem ihr die Farben so platziert, dass keine zweimal in derselben Zeile oder Spalte erscheint. Die mit einem Punkt markierten Farben können nicht verschoben werden. So. Haben wir noch, oder? Die mit einem Punkt können. Ach nee, hier ist noch. Jetzt, oder? Hä? Überall ist doch eine Farbe. Oder geht das auch nicht? Das geht auch nicht. So. Oder zweimal blau, ne? Was fehlt denn hier an Farbe noch? Blau, ne, eigentlich. Verdammt. Ja, geht auch nicht, Mann! So? Nee. Auch nicht. Ah, jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Bravissimo! Ja, verdient euch die Item. Los mit dem Otto Fritzen da. Ach du Scheiße. Eine Strahlausquelle A muss in die Hauptleitung B gelenkt werden. Bewegt die Siegel, um den Strahl auf Punkt B zu lenken. Werden hier alle sechs Kristallen aktiviert. Weiß. Ach du. Thank you.
Wir können die drehen? Oh nee. Warte mal. So ist ja eigentlich nicht schlecht, ne? Ja, muss ja da sein. So ist auch nicht schlecht, warte. Ah, warte mal. Yes, sir. Yes, sir. So. Hilf da mal. Wo sind die anderen Leute? Oh, eine Frau. Oh, ein. Oh, das ist eine Frau? Ich weiß nicht. Ja. Ja, ich. Ach du Scheiße. Code. Welches der vier Symbole vervollständigen die Serie unten? Ja? Warte mal. Mist. So, können wir eigentlich nur viermal raten, ne? Das hier. S. Hey. Dann ist das hier. Was? Dein Ernst? Das ist das eine? Leck mich am Arsch. Ich hab so ein Pech, ne? Leck mich am Arsch. Keine Ahnung. Weiß ja jetzt nicht, was da an. Kapier ich nicht. Oh, Glatzkopf. Ey, Glatzkopf. Kategorische Besessen. Eines der Bücher in der Bibliothek wurde falsch eingeordnet. Könnt ihr es finden? Ach du Scheiße.
Was heißt denn jetzt hier falsch? Haben wir alle? Ah, warte mal, hier oben alle ein Strich, ne? Hier sind es zwei Striche. Ist alles richtig? Drei Striche? Da, da, da. Das hat zwei Striche gehabt. Haha! Ganz genau, das Etikett auf diesem Buch hat zwei horizontale Streifen, oben und unten. Es sollte auf dem zweiten Regal stehen. Dass mir das nicht aufgefallen ist. Danke für eure Hilfe. Oh, du liebst bis jetzt. Hey. Wie 50 Trinkspiele. 50 Trinkspiele. Fehlt nur einer, ne? Wo ist der? Auf dieser Seite, ja, hier ist einer. Die Rätsel im Lied Spaß. Hier haben wir ein Rätsel. Patrouille. Nachdem sie Wachstube X verlässt, muss jede Patrouille einen der sieben Wachtürme erreichen. Man kann einen beliebten Weg folgen, muss aber am sechsten Turm auf ihrem Weg anhalten. Außerdem kann sie nie zweimal den gleichen Weg nehmen. Wenn diese Bedingung immer zutreffen, wird einer der Türme niemals eine Garnison haben. Welcher? Hey, warte mal. A. Oder F. A oder F. S. A, B, C, D, G, A, B, C, D, E, F, G. Was? Warum nicht? Ach, sie rate mal. Ja. Ich muss aber sechs Turm anhalten. Was heißt das? Oder halt F, G, oder halt E, ne? Aha. Ach ja, natürlich. Jetzt stehe ich in eurer Schuld, falls ihr... Gut, haben wir das auch. Jetzt zurück zum Opa. Opa Fritze. Oh, und sie halten eure Studenten gut voran. Ihr habt alle erforderliche Fächer abgeschlossen. Wollt ihr euren Studium beenden? Jo. Glückwunsch, die meisten Anhänger geben vor dem Ende auf. Also gut, weiter zum Unterricht. Was möchtet ihr wissen? Wir sind in einem Volk oder eher in Kultur, die ihre Blüte vor mehr als 2500 Jahren hatte, als die Welt größtenteils unter Wasser stand. Die Legende besagt, dass ihre magischen Kräfte alles bisher daher Gewissenheit übertrafen. Manche Stimmen behaupten sogar, dass sie die Zeit selbst zu manipulieren vermochten. Dabei handelt es sich vermutlich um Übertreibungen ihrer Zeitgenossen, um die merkwürdigen Phänomene zu erklären, die auftraten. Nachdem, wie dem auch sei, nachdem sie das Zeitalter, in dem sie lebten, dominiert hatten, verschwanden sie vor 2000 Jahren vollends. Sie ließen nichts weiter zurück als ein paar Ruinen und viele ungelöste Rätsel. Was möchtet ihr wissen? Was wir landläufig als Magneten kennen, sind natürlich tatsächlich die berühmtesten Relikte aus der Zivilisation der Maquis. Sie sind recht selten, aber gleichmäßig über die verschiedenen Kontinente verteilt. Welchen Zweck sie dienten, ist nicht genau bekannt. Wenn Schlüssel, Schriften erwähnen einen Weg oder Pfad. Aber wohin führt er? Nebenbei bemerkt war es bei der Suche nach einem Makuliten, dass meine ehemalige Professorin, ebenfalls eine ausgewiesene Expertin für die Magie, den Tod fand. Eine wirklich traurige Geschichte. Was möchtet ihr wissen?
Dämonia. Der Auge sieht interessanterweise dem Ähnlichen, was Propheten verwendet wird. Ein bezahnter Fall, wenn ihr mich fragt, aber ich beschäftige mich kaum mit der Welt da draußen. Das möchte ich wissen. In Serpikli fährt sich weit im Osten und ist nur per Verbot. Seht ihr den Namen von der Irakli? Okay, dann müssen wir da als nächstes hin. Ja. Jetzt kommt die Alte wieder. Aus mir raus. Nein? Mein Kumpan kommt nicht aus mir raus. Nee? Okay. Hä, die sieht voll aus von Elisabeth von Bioshock, ne? Alter, die sieht aus wie von Elisabeth, von Bioshock. Das Kleid. Bring us the... ist das ein Easter Egg? Nice. Mal so nebenbei gesehen, ne? Ihr kennt ja die Elisabeth von Bioshock. Ja, Bioshock Infinity, glaube ich, oder... weiß nicht. Ach du Scheiße. Ab hier. Ba, ba, da, ba. So. Oh, jetzt darf der Hafen nicht verlassen werden. Ich habe ein ungutes Gefühl und ich habe fast immer recht. Muss der Geist des berüchtigten Piraten Robert sein. Ich sag's euch, die Sense vor der Küste ist verflucht. Ei. Wenn ihr auslaufen wollt, müsst ihr euch eine Erklärung zur höheren Gewalt von jemandem in Händlerrat holen. Ohne Rührung ich mich nicht von der Stelle. Nur solltet ihr so etwas klar machen können, wenn ihr ein bisschen sucht. Aber ich werde es nicht. Ja, ich glaube, wir machen Cut, oder? Wie es am nächsten Mal weitergeht, keine Ahnung. Musik, Alter. Kann man hier speichern? Ist mir nie aufgefallen. Nö. Also dann, tschüss!